Allerseits auch von meiner Seite, ich bin ganz stolz, heute den World Usability Day hier in München eröffnen zu dürfen. Vor allen Dingen, weil ich auch wahrscheinlich von euch die längste Anreise hatte. Ich komme aus St. Gallen, mein Name ist Flavius, hallo. Ich bin da Mitarbeiter am sogenannten Health IS Lab der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit der ETH. Und wir beschäftigen uns mit Möglichkeiten, Verhalten zu verändern im Gesundheitsbereich mittels Technologie. Haben dann ein schönes interdisziplinäres Team zusammen, wo wir uns schwerpunktmäßig mobile Applikationen anschauen und ihr Potenzial sozusagen. Und genau darüber möchte ich heute auch ein bisschen sprechen, möchte ein paar Projekte vorstellen, die wir machen und mit euch gemeinsam diskutieren. Zunächst einmal, warum ist das Ganze überhaupt ein Problem? Warum treffen wir uns ja eigentlich zum Health Usability Day, wenn man so will? Wenn wir uns die Probleme anschauen, dann ist uns allen klar, es gibt eine Überalterung in der Gesellschaft und diese Überalterung wird früher oder später dazu führen, dass die Gesundheitskosten im Allgemeinen stark ansteigen. Es gibt eine schöne Studie aus dem Jahr 2012, ich habe mal hier diese Grafik mitgebracht, da sieht man sehr schön, weiter rechts stehen sozusagen die Länder, die schon eine Überalterung haben, weiter links diejenigen, die sie nicht haben und in der Mitte die Gesundheitskosten, die eingezeichnet sind und man sieht eigentlich sehr schön, wenn die Gesellschaft überaltert, wenn wir alle älter werden, dann steigen die Gesundheitskosten nicht linear an, sondern sie explodieren geradezu. Und es ist bereits heute so, dass wir sehr, sehr hohe Gesundheitskosten haben. Ich habe jetzt leider nur Schweizer Zahlen dabei, aber die sind schon eindrucksvoll genug. 20% des Schweizer Bruttoinlandsprodukts gehen heutzutage für die Gesundheitskosten drauf, mit allem, was dazu gehört. Und von diesen 20% ist es so, dass 50% wiederum, also die Hälfte, zusammenhängen mit Krankheiten, die auf Übergewicht zurückgehen. Also alles, was da so dran hängt. Angefangen von der Prävention bis hin zur Therapie, die verschiedenen Maßnahmen, die ganzen Therapeuten, die Medikamente und so weiter. Und es ist so, dass wir heute eine geringe Effizienz haben, was das gesamte Gesundheitssystem angeht. Es ist zum Beispiel so, dass Ärzte heutzutage im Durchschnitt 7,8 Minuten pro Patienten Zeit haben. Auch das sind Schweizer Zahlen, ich fürchte, in Deutschland ist es sogar noch ein bisschen weniger. Und auch das ist natürlich eine Herausforderung, denn die Frage ist nicht, brauchen wir mehr Ärzte? Das werden wir nicht schaffen in der Zukunft, sondern die Frage ist eher, wie können wir dafür sorgen, dass die Doktoren ihre 7,8 Minuten möglichst gut ausnutzen? Möglicherweise sogar mehrere Patienten in dieser Zeit irgendwie abfertigen, wenn man so will, irgendwie behandeln, oder? Und wir glauben, dass mobile Applikationen hier eine Möglichkeit bieten, zu intervenieren, eine Möglichkeit bieten, die Prozesse effizienter zu gestalten, eine Möglichkeit bieten, effektiv Verhalten zu verändern. Und das macht auch Sinn, wenn man sich mal anschaut, wie denn so ein Lebenszyklus eines Patienten verläuft, oder? Wir haben zunächst einmal vor der eigentlichen Behandlung, vor der eigentlichen Diagnose sogar Präventivmaßnahmen. Und da gibt es Applikationen, die ihr alle kennt, insgesamt 8786 im iTunes Store. Das sind Zahlen vom Oktober 2013. Das sind so Präventivmaßnahmen wie zum Beispiel Fitness-Applikationen oder Apps, mit denen man seine eigenen Kalorien zählen kann und damit eben vorbeugen kann, dass man übergewichtig wird, vorbeugen kann, dass man entsprechend die Folgeerkrankungen bekommt. Und da gibt es auch ein paar sehr nette neue Entwicklungen hier rechts unten. Das ist TelSpec. Das ist eine externe Hardware, die man an sein iPhone oder sein Handy koppeln kann. Und die in der Lage ist, über irgendwelche Wellenlängen, ich habe es nicht genau verstanden, also irgendwelche Photonen, die in den Nahrungsmitteln drin sind, abzuscannen, welche Nährwerte in diesen Nahrungsmitteln enthalten sind. Das ist eine Entwicklung, das dauert vielleicht noch ein, zwei Jahre, dann ist das Ding auf dem Markt. Und das bringt natürlich eine gewisse Objektivität in diese ganze Präventionsgeschichte, die wir heute noch nicht haben. Es geht aber weiter. Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ich bin krank. Ja? Dann gibt es Apps, die mir dabei helfen, mich selbst zu diagnostizieren. Ich habe hier rechts oben, da sieht man es auch, mal eine gefunden, die zur Krebsdiagnose dienen soll. Wo man also die Möglichkeit hat, bestimmte Punkte am Körper in einer bestimmten Art und Weise abzutasten, um festzustellen, ob man möglicherweise Krebs hat. Kann man jetzt denken, darüber, was man will, ist vielleicht auch so eine Hypochonder-App, aber gibt's. Dann geht es darüber weiter, okay, ich habe festgestellt, irgendwie, ich glaube, ich habe was. Das heißt, ich muss irgendwie einen Arzt aufsuchen. Auch hier gibt es Apps, die mir dabei helfen, entsprechend Ärzte zu suchen. Es gibt Location-Based Services, wo ich die Möglichkeit habe, den nächsten Herzspezialisten in meiner Gegend zu finden. Und dann gehe ich zu diesem Arzt und werde entsprechend diagnostiziert und bekomme einen Therapieplan. Und dann heißt es, Sie haben Diabetes beispielsweise. Und auch da gibt es wiederum Applikationen, die dabei helfen, entsprechend diese Krankheiten zu verwalten, die Therapie entsprechend zu machen, wie das der Arzt
verschrieben hat, verordnet hat, indem man sich auf der einen Seite informiert über die Krankheit, die man hat, und auf der anderen Seite, indem man zum Beispiel jetzt gerade bei Diabetes trackt, aufzeichnet, wie ist mein Blutzuckerspiegel gerade und so weiter. Und dann gibt es noch das Letzte, nämlich den Punkt Adherence, also Therapietreue. Bleibe ich dabei bei einer Therapie oder setze ich vielleicht die Antibiotika etwas zu früh ab, was ja, glaube ich, jeder von uns vielleicht schon mal getan hat, weil man das Gefühl hat, es geht mir besser. Breche ich eine Therapie ab oder tue ich es nicht? Und auch hier gibt es wiederum Apps, die versuchen, entsprechend Therapietreue herzustellen. Ich habe da letztes Jahr unter Kai ein sehr schönes Serious Game gesehen für krebskranke Kinder. Und es ist so, dass krebskranke Kinder ein großes Problem haben mit der Chemotherapie, weil die Chemotherapie ist sehr aversiv. Ja, man muss sich übergeben, die Haare fallen aus. Und es ist schwer, dem Kind beizubringen, dass man jetzt durch diese Hölle quasi durch muss, um am Ende möglicherweise eine Besserung zu haben. Was die gemacht haben, das war so ein ganz lustiges Tower Defense Game, so verbunden mit so ein bisschen Informationen, die man den Leuten gegeben hat, also den Kindern in dem Fall über Krebs. Und die sollten ihre eigenen Krebszellen abschießen, sozusagen als Metapher dafür, dass man die Chemotherapie durchsteht. Diese Studie aus dem Jahr 2013 kommt zu dem Ergebnis, es gibt insgesamt 11.008 gesundheitsrelevante Apps, mittlerweile im App Store, wie ich gezeigt habe, im ganzen Kreislauf sozusagen verteilt. Und eine große Frage bleibt bei diesen ganzen Gesundheitsapplikationen, und damit beschäftigen wir uns auch in der Usability-Sprache, die Frage, funktionieren die Dinger? Helfen die Dinger dabei, effektiv, effizient ein bestimmtes Ziel zu erreichen? Und dieses Ziel ist in dem Fall eben zum Beispiel fitter zu werden, dieses Ziel ist zum Beispiel Diabetes zu verwalten, dieses Ziel ist zum Beispiel die Krebstherapie besser durchzustehen. Und die zweite Frage, die sich direkt anschließt, ist, gibt es Guidelines? Können wir Guidelines finden, die uns dabei helfen, solche Applikationen geschickter, besser, effektiver zu gestalten? Und ich möchte euch gerne zwei Projekte vorstellen, die bei uns gerade laufen, die ein bisschen darauf abzielen, im Hintergrund, also wissenschaftlich sozusagen, zu erforschen, ob das funktioniert, die aber auch einen sehr konkreten Anwendungsfall haben und ein sehr konkretes Problem lösen. Und das erste ist Alpha Streams. Bei Alpha Streams geht es darum, die Apotheken-Patienten-Interaktion entsprechend zu verbessern. Es ist so, dass heutzutage ist es so, dass Leute in die Apotheke kommen, haben entweder ein Rezept dabei oder fühlen sich irgendwie unwohl, lassen sich dann kurz vom Apotheker beraten, kriegen dann irgendwas verschrieben, gehen weg und werden nie wieder gesehen. Und das ist schade, das ist aus mehreren Gründen schade. Vor allen Dingen ist es deswegen schade, weil der Apotheker sehr viel mehr weiß und sehr viel mehr auch betreuen kann bei der Therapie. Und er ist nicht nur einfach ein Verkäufer, der irgendwie Medikamente an den Mann bringen soll. Er hat eine sehr fundierte Ausbildung, er hat Pharmazie studiert. Das heißt, man kann auf seine Kompetenzen entsprechend zurückgreifen. Und für den Patienten ist es auch schade, denn gerade, ich habe vorhin das Antibiotikum-Beispiel genannt, gerade bei bestimmten Therapien ist es natürlich wichtig, dass man dabei bleibt, dass man möglicherweise auch den Apotheker wieder konsultiert und vielleicht auch nicht gleich zum Doktor rennt. Und da haben wir uns die Frage gestellt, was wäre, wenn man es jetzt schaffen würde, eine Bindung zu schaffen, eine Interaktion zu schaffen, in der gesamten Therapie, über die ganze gesamte Therapie hinweg. Das heißt, der Patient kommt zum Apotheker, bekommt irgendwas verschrieben und die bleiben in Kontakt. Vielleicht kann der Patient ein Foto machen zum Beispiel von der Stelle, die er ein Ekzem hat an der Haut. Oder vielleicht kann er berichten, wie es ihm gerade geht, kann einen Stimmungsbarometer abgeben und kann sagen, heute geht es mir schlechter als gestern. Und der Apotheker kann das alles sehen und der Apotheker hat die Möglichkeit entsprechend zu intervenieren. Wenn es an drei aufeinanderfolgenden Tagen immer schlechter geht, dann kann er vielleicht sagen, ja, komm besser nochmal vorbei. Und das hat mehrere Vorteile. Wie ich schon gesagt habe, für den Patienten ist es natürlich sehr gut, weil er dann dazu angehalten ist, seine Therapie auch tatsächlich durchzuziehen. Das geht also in Richtung Therapietreue. Für die Apotheker, die begrüßen solche Konzepte sehr, weil die haben auch ein einfaches betriebswirtschaftliches Problem, nämlich die Kundenbindung. Wenn man nur Verkäufer für Medikamente ist und die Kunden nie wiederkommen und die Kunden immer die Apotheke aufsuchen, die am nächsten ist sozusagen, dann schafft man keine Kundenbindung. Und gerade wenn es ums Thema Online-Apotheken geht beispielsweise, also um die Konkurrenz, die mittlerweile existiert, dann wird Kundenbindung für die ein immer wichtigerer Faktor. Und letztendlich hat das Ganze auch für Ärzte Vorteile, denn Ärzte, ich habe es vorhin gesagt, haben relativ wenig Zeit für ihre Patienten und vielleicht schafft man es über diesen Weg, die Leute eher mit dem Apotheker in Kontakt zu halten und erst in dringenden Notfällen sozusagen den Arzt entsprechend aufzusuchen. Das heißt,
Wir können mit dieser Idee sozusagen möglicherweise ein System bauen, das es ermöglicht, auch die Kompetenzen des Apothekers besser zuzugreifen und den gesamten Prozess der Therapie effizienter zu gestalten. Wir sind in diesem Projekt relativ weit. Es wird einen ersten Piloten geben Anfang nächsten Jahres. Wir haben 21 Apotheken in der Schweiz, die da an diesem Piloten teilnehmen werden. Und wir haben kooperativ mit Ihnen auch entsprechend diese Applikation gebaut. Die Applikation besteht aus zwei Teilen. Das, was Sie gerade sehen, das ist der Teil, den der Patient bekommt. Der Apotheker kann individuelle Behandlungspläne für den Patienten in diese App einspeisen, die es dann ermöglicht, bestimmte Events auf bestimmte Tage zu schalten. Das heißt, der Patient kann sozusagen an Tag 1 aufgefordert werden, von seiner App ein Foto von seinem Ekzem zu machen beispielsweise. Es ist auch möglich, entsprechende Informationen zu erhalten, wenn das notwendig ist. Und es ist auch möglich, seine eigene Stimmung abzugeben, seinen eigenen Fortschritt zu dokumentieren, zu sagen, heute geht es mir schlechter als gestern. Und natürlich gibt es auch so eine Art WhatsApp-Funktionalität, das heißt, man kann direkt mit seinem Apotheker entsprechend in Kontakt kommen. Das ist also hier der Behandlungsplan, ist sozusagen als Kreis hier dargestellt. In diesem Fall ist es eine Behandlung, die dauert 7 Tage. Nach 7 Tagen ist das Ganze entsprechend abgeschlossen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den Apotheker. Auch der hat eine entsprechende Applikation, wo er die Patienten verwalten kann, wo er individuelle Pläne für jeden einzelnen Patienten aufstellen kann oder, das ist das, woran wir gerade arbeiten, auch standardisierte Pläne natürlich aufstellen kann. Ein Ekzem ist ein Ekzem. Wenn Leute mit Ekzemen kommen, kriegen sie eine Salbe und dann muss man nach 3 Tagen halt nochmal gucken, ob das jetzt besser geworden ist oder nicht. Das ist bei den meisten Leuten sehr gleich. Der Apotheker hat ja auch die Möglichkeit, entsprechend Kontakt aufzunehmen, sieht alle Daten, die die Patienten eingespeist haben. Genau. Und das zweite Projekt, das ich gerne noch kurz vorstellen möchte, ist unser PathMain-Projekt. Da geht es um die kognitive Verhaltenstherapie von übergewichtigen Jugendlichen und Kindern vor allen Dingen auch. Und das Ding, das wir hier haben, ist, wir haben relativ viele stark übergewichtige, also ich spreche wirklich von klinisch übergewichtigen Jugendlichen in der Schweiz, das sind über 450.000. Und es gibt relativ wenig Therapieplätze. Wir haben nur 0,2% dieser Kinder, die tatsächlich einen Therapieplatz bekommen. Und auch bei der Therapie ist es so, innerhalb der Therapie, man sieht den Therapeuten einmal in der Woche, vielleicht sogar einmal alle 2 Wochen. Und dann gibt es so Kontrollpläne, ne? Die Kinder müssen ja hauptsächlich lernen, sich mehr zu bewegen, weniger zu essen. Und da gibt es so Kontrollpläne, wo sie quasi aufzeichnen sollen, aufschreiben sollen, was habe ich wann gegessen. Und für den Therapeuten ist das relativ schwierig zu kontrollieren und der braucht diese Kontrolle. Denn wenn da zum Beispiel steht, ich habe eine kleine Portion Pommes gegessen und eine kleine Portion Pommes bedeutet für das Kind eben ein halbes Kilo, dann ist das natürlich problematisch. Und entsprechend muss der Therapeut auch reagieren und entsprechend muss der Therapeut die Probleme auch identifizieren können. Und auch hier haben wir Probleme bei der Therapietreue und bei den Ergebnissen. Es ist so, dass nur 10% der Kinder, die eine solche Therapie durchlaufen, auch langfristig ihr Gewicht halten können. Das heißt, auch hier gibt es Bedarf an einem effizienteren Prozess, an einem Prozess, der in der Lage ist, objektiv auch gewisse Dinge zu messen, so objektiv zumindest wie möglich. Wie sind wir an dieses Projekt herangegangen? Hier ist es wichtig, mit allen Stakeholdern entsprechend zusammenzuarbeiten. Wir haben also Sporttherapeuten, wir haben Psychotherapeuten, die da mitschwingen. Wir haben Physiotherapeuten, wir haben die Eltern mit dem Boot, wir haben die Kinder mit dem Boot. Und es gibt in regelmäßigen Abständen immer mal wieder, wenn wir kleine Fortschritte machen, entsprechend Workshops mit allen Beteiligten, um den Input von diesen einzusammeln. Und es geht darum, hier möglichst objektiv Dinge zu messen. Wir experimentieren also auch mit verschiedenen Hardware-Lösungen, externen Hardware-Lösungen, die es ermöglichen, zum Beispiel wie wir bei Fitbit, vielleicht kennt ihr dieses Armband, das ist so eine Art Pedometer, das also zählt, wie viel ich mich bewegt habe an einem Tag. Wir versuchen, diese Daten direkt einzuspeisen. Und was ganz, ganz wichtig ist, wir versuchen, individuelle Therapiepläne hier umzusetzen. Das heißt, hier geht es nicht darum, irgendwie die gesamte Therapie zu ersetzen durch irgendeine Online-Therapie, irgendeine künstliche Therapie, sondern es geht darum, hier den Therapieprozess, wie er existiert, entsprechend zu unterstützen. Und auch hier zielen wir natürlich auf die Effizienz dieses Prozesses ab und wir zielen darauf ab, insgesamt die Gesundheitskosten zu reduzieren. Auch da haben wir einen Prototypen und ich habe jetzt hier ein kleines Video, mal gucken, ob es funktioniert. Vielleicht geht es laut genug, sonst muss ich es ja mal schauen.
Genau, also ich habe ja gerade gesagt, es ist ganz wichtig, individuelle Ziele mit den Kindern festzulegen, denn der eine hat möglicherweise Spaß am Inline-Skating, der andere hat möglicherweise Spaß am Joggen zum Beispiel, und da ist es ganz wichtig, dass der Sporttherapeut auf diese Bedürfnisse entsprechend eingeht. Wir haben hier verschiedene Komponenten in dieser App verbaut, das heißt, es geht nicht nur um Ernährung und Bewegung, sondern es ist ein bisschen holistischer angelegt. Für die Kinder zum Beispiel ist es auch ganz wichtig, dass sie Entspannungsübungen mit auf den Weg bekommen, um sich entsprechend runterbringen zu können. Denn es gibt auch so Teufelskreise, das heißt, die werden zum Beispiel in der Schule gehänselt, und weil sie gehänselt werden, essen sie mehr. Und es geht eben darum, ihnen andere Strategien an die Hand zu geben, wie man mit diesen Hänseleien umgehen kann. Und Entspannungstechniken sind zum Beispiel eine Möglichkeit, mit Stress umzugehen. Was wir hier sehen, ist im Prinzip der Dialog, wo es darum geht, dass der Therapeut gemeinsam mit dem Patienten ein neues Ziel anlegt. In dem Fall ist es, glaube ich, Inline-Skating, was der Kollege hier ausführt. Und ja, das waren in der Kürze unsere zwei Projekte. Ich glaube, man hat einen Eindruck bekommen. Vielen Dank. Erstmal. Freut mich auf den Eindruck.